Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, es ist wieder 17 Uhr und sie geht los, unsere allseits beliebte 5-Euro-Überraschungsshow. Und das heißt, in der nächsten halben Stunde, aber unsere Stammzuschauer wissen das, kostet jedes Produkt gerade mal 5 Euro, ganz egal, was es vorher noch gekostet hat. Wir drei wissen nicht, was heute auf uns zukommt, aber was wir wissen, dass auf Sie noch ein kleines Bonbon zukommt. Denn wenn Sie während der Sendung auf einen Bestellwert von 50 Euro kommen, dann dürfen Sie die kleinen Geschenkpakete, die wir jetzt gleich sehen, ein Dreier-Set, was das Verpacken richtig einfach macht, kostenlos mit dazu bestellen. Die Bestellnummer sehen Sie rechts oben eingeblendet. Wir werden die am Ende der Sendung auch nochmal für Sie einblenden. Aber jetzt denke ich mal, starten wir mit der 5-Euro-Überraschungsshow. Carsten, möchtest du buzzern? Sehr gerne sogar. Diana scharrt ja schon quasi da hinten mit den Hufen. Und mit einem ja, so mittelgroßen kleinen Paketchen fangen wir an. Eine goldene Regel noch, wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. Wo fangen wir an? Ich glaube, es ist ein Timer. Ein oder? Timer. Ein rundes Ding mit Anzeige. Das ist ein Eishockey-Puck, oder? Ein Stück weit, oder? Oh, aber ein schickes Ding. Ja, wow. Und gut ablesbar. Also ein digitaler Küchentimer, in der Tat. Mit einem Drehrad. Das heißt also, dieses umständliche Einstellen hier mit Plus und Minus und so weiter entfällt. Weil Sie ganz einfach hier an diesem äußeren Ring drehen können, um die entsprechende Zeit, die Sie eben dann im Countdown runterlaufen lassen möchten, einzustellen. Und wie Sie das gerade gesehen haben, geht das also nicht nur mit 5 oder 6 Minuten für ein klassisches Frühstücksei, sondern eben auch gerne mal bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden. 99 Richtig? Sekunden. Wir zeigen das mal in Echtzeit. 99 nein, nein. Sekunden. Mit Signalton natürlich, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und vor allen Dingen hat das gute Stück auf der Rückseite noch einen sehr schönen Magnethalter. Mhm. Sieht ja klasse aus. Und das kannst du ganz einfach mal an so einen Kühlschrank magnetisch dranheften oder mal eine Dunstabzugshaube, quasi überall dort, wo es, ja, wo es magnetischen lautlos. Untergrund findet. Du Schönes kannst auch Ding. Lautlos machen. Lautlos? Ja. Dann blinkt es nur. Dann? Wahrscheinlich. Hat das verschiedene Einstellungen da hinten? Geht auch lautlos ohne Anzeige. Richtig, ja. Ja, genau. Kannst du auslassen. Ja, das kannst du mal, wir gucken, wie sieht das aus. Moment, Moment. Achtung, Achtung, hören Sie genau hin. Ja, dann blinkt es einfach nur. Nischt. Doch, nischt. Aber das ist so groß, das kann man im Blick behalten. Ja? Mhm. Also mit Signalton würde ich mich sicherer fühlen, aber das darf ja jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, gerade beim Backen kommt es oftmals auf Minuten an, oder? Stimmt. Beim Plätzchen zum Beispiel jetzt. Ich habe für eine Woche Plätzchen in der Tat, die waren sehr lecker. Gebacken. Ja, auch das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben schon früher gesagt, zum Beispiel, unsere Rebecca hat am Wochenende in Tabu gespielt. Dieses Spiel auch, das muss auch mit dem Zeit gehen. Also ich glaube, das ist auch eine super Idee, oder? Zeit, genau, in Form einer Sanduhr ist das regulär. Und mit diesem berühmten Quietschebällchen. Und dieses Quietschebällchen haben wir hier auch mit drin. Wenn du das falsche Wort, wenn das Tabu-Wort oder eins der 5 Tabu-Worte nimmst. Oder wenn die Zeit eben abgelaufen ist. Und da wird immer diskutiert. Nein, es waren noch 3 Sandkörner im also oberen Teil der Sanduhr. Also das andere Team hat auch deutlich geschummelt. Ja, ne? Ja. Du? Ja. Also aber du hast trotzdem gewonnen. Spiel. Natürlich. Ach so. Wer hat geschummelt? Ich nicht. Die anderen. Du ausnahmsweise nicht. Immer anderen. Ja. Es sind immer die anderen. So, normalerweise gibt es das Ganze hier für knapp 11 Euro bei den Kollegen von Pearl.de. Bei uns bekommen Sie das jetzt aktuell für gerade mal 5 Euro. Und wer also immer schon mal, mal so diese typische Eieruhr, ja, meistens in Form eines Hahns oder so, mal aussortieren wollte und endlich mal einen richtig schicken digitalen Küchentimer haben wollte, der ist mit Sicherheit hier bestens bedient, batteriebetrieben logischerweise. Übrigens sehr stromsparend unterwegs, also das Display verdunkelt sich wirklich nach 5 Sekunden. Zur Ansicht kann man es einfach antippen oder eben dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, sieht man es wieder und man hört es eben auch, wenn Sie das denn wollen. ZX71 38 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer und da auch unsere Zeit abläuft, holen wir mal Diana mit dem nächsten Artikel rein. Ich hoffe, dass unsere Zeit noch nicht so schnell abläuft. Nee, unsere Sendezeit hier. Mit der 5 Euro die Sendezeit, ja. Wir haben ja keine Zeit. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Boah. Es scheint schwer zu sein. Boah, hat sie mal eben so aus. Oh ja, ja. Ja, das muss auch schwer sein. Vom Material her ist es recht schwer. Wenn das nicht schwer ist, ist es nicht echt.
Es ist eine Deko-Tischleuchte mit echt Betonsockel. Ja? Und das Ganze kannst du entweder per USB oder, wir haben es hier, per Batterie betreiben. Und dann hat das ein ganz, wirklich ganz modernes Licht. Das sind diese Filament-LEDs, die wirklich aussehen wie Glühdrähte. Ja? Aber also ich finde gerade so was Einfaches, der einfache Stil ist ja jetzt absolut modern, oder? Das ist Industrial Style. Ja. Aha. Wow. Industrial. Industrieller Design. Mm. Industrielles. Was ist denn das deutsche Wort für Design? Auf Französisch? Industrielle Gestaltung. Entwurf, Gestaltung. Ja. Mhm. In so einem schönen Industrieloft. Mhm. Und ich habe ja bei mir in der Wohnung eine Betonsäule mittendrin. Echt? Und das finde ich schön, wenn sich so Materialien immer wiederfinden, ne? Betonsäule, Betonsockel. Ist die auch betonfarben gelassen, die Säule? Tatsächlich, ja. Jetzt im Trend, Glas und Beton, das ist jetzt, und dann mit Licht noch dabei, wirklich sehr, sehr schön. Und das wirklich, das wiegt etwas. Das hat ein Gewicht, also das ist ein massiver Betonsockel, natürlich mit der entsprechenden Technik drin verbaut. Und oben übrigens kein echtes Glas, wie man das eben von einer klassischen Glühbirne erwarten würde, weil es eben keine Glühbirne ist, es ist eine LED-Beleuchtung. Im Übrigen in einer sehr schönen Farbe, wie ich finde, in so einem schönen... Ja. In so einem schönen Warmweiß, in so einem Bernsteinfarben. Sieht gemütlich aus. Und haben wir auch kein Kabel? Ich sehe kein Kabel. Du kannst mit Kabel, das ist dabei, ein USB-Kabel. Aber du kannst auch wahlweise ohne Kabel arbeiten mit Batterien. Ja, macht es natürlich einfach. Ja, stellst du überall dorthin, wo du es haben möchtest. Ja. Auch gerne mal in einer geschlossenen Vitrine, wenn du das willst. Oder eben mal auf einen Schrank, wo die nächste Steckdose eben dann doch ein bisschen zu weit entfernt ist für eine Beleuchtung. Mit Kabel eben hier hast du mal was sehr, sehr Schönes. Ist aber sehr, sehr angesagt aktuell. Man tapeziert ja auch eigentlich, sag mal, so gar nicht mehr. Man verputzt entweder oder lässt wirklich die ganz einfache Steinmauer so, wie sie eben nun mal ist. Und das ist wirklich so dieser Industrieschick, dieser Industrielook. Die Bestellnummer für den Industrielook ist die NX3219 und die 569. Und hier dürfen Sie gerne auch mehrfach zugreifen. Auch, wir haben es ja gehört, goldene Regel, 5-mal dürfen Sie jedes einzelne Produkt bestellen, wenn wir nichts anderes sagen. Aber das finde ich schön, auch diese Lichtdrähte, die ja wirklich die Glühdrähte nachahmen, die man früher hatte. Aber das ist, Carsten hat es gesagt, LED-Technik. Und dementsprechend braucht es auch ganz wenig Strom, aber angenehmes Licht. Schön. Schöner Dekoartikel. Zwei bestellen, ja. So. Bitte schön. Dankeschön, Diana. Hi, was ist das denn? Oh. Scharf ist es. Scharf ist es. Oha. Aber jetzt muss ich mal zu zählen. Alle meine Deckung? Vier. Richtig, vierteiliges Küchenmesser-Set haben wir hier. Oh, aus Edelstahl übrigens. Drei. Aha. Oh ja. Vier. Holla, also haben wir alles Wichtige dabei. So ziemlich alle Messer dabei, die du brauchen könntest. Ja? Wow. Hier ein Allzweckmesser, das dürfte ein Filetiermesser sein. Oder, ja, und dann haben sie hier ein Schneidemesser und ein Schälmesser. So würde ich es jetzt mal einschätzen. Jeder pro 5 Euro, oder? Nein, alle vier zusammen, 5 Euro. Soll ich es dir noch mal genau sagen? Ja, also sag's noch mal genau. Ein Santoku-Kochmesser mit der Klingenlänge 16,5 cm. Das große. Ein Santoku-Kochmesser mit der Klingenlänge 11,9 cm. Okay. Ein Chefmesser und ein Tranchiermesser. Tranchiermesser, Chefmesser, jetzt habe ich's. Okay, gut, jetzt haben wir die richtigen Namen, aber ich... Du weißt ja selber, wenn du mal am Schnippeln bist in der Küche, du greifst halt das Messer, was für dich das Richtige ist. Aber hier hast du eine große Auswahl. Die Klingen sind scharf, das sieht man schon. Ja. Und Diana hat bei solchen Messern mal den Fehler gemacht, so mit dem Finger vorne drüber zu streichen. Ah, also so sollte man nie die Schärfe eines Messers. Wir hatten danach den Rotkreuzkasten gesucht, weil sie sich wirklich übel in die Finger geschnitten hat. Ja, seitdem zählt Diana nur noch bis 9. Ja, genau. Nein, so schlimm war es nicht. Aber die Dinger sind, aber die sind wirklich sehr, sehr scharf. Ja? Und vor allen Dingen jetzt mal realistisch betrachtet. Also man kann für ein scharfes Küchenmesser in einer guten Qualität enorm viel Geld raushauen. Also da ist mal auch ein dreistelliger Betrag, nun wirklich keine Seltenheit bei den Markenherstellern. Hier bekommen Sie ein vierteiliges, richtig scharfes Messerset für jede Gelegenheit, das passende Messer, für gerade mal 5 Euro. Und so wie das aussieht, ist das eine Edelstahlklinge mit einem sehr, sehr schön geformten Kunststoffgriff. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, sind die also auch Spülmaschinen geeignet, wenn man denn möchte. Ich würde ehrlich gesagt die Messer immer unter fließend Wasser kurz ausreinigen. Das reicht in der Regel auch schon aus. Ich mag diese etwas breiteren Messer, das, was du da rechts in der Hand hast. Es kommt halt immer darauf an, was du schneidest. Für Käse zum Beispiel. Da gebe ich dir absolut Pizza. Recht. Ja.
Ich mag die Pizzaroller nicht, da finde ich diese besser. Magst du Hast einen besseren Hebel. Mhm. Und durch die Löcher ist das auch wie eine Antihaftbeschichtung. Ja? Ja. Da bleibt also die Sachen nicht so leicht kleben. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Aber ich liebe alle Messer. Und gerade was ich wichtig finde, wer einen Messerblock zu Hause hat, oftmals hat man da zusammengewürfelte Messer. Das hat man da gekauft. Ja. Und du hast kein einheitliches Bild. Die vier Messer jetzt in den Messerblock, dann hast du ein einheitliches Bild. Mhm. Und mit Sicherheit ist da auch immer das richtige Messer dabei. Und was ich halt gleich finde, sie liegen richtig gut in der Hand. Ja, ne? Das bestätigt auch Sandra E. aus Schwerin, hat uns nämlich einen Kundenbeitrag hinterlassen und geschrieben, super Messer liegen gut in der Hand und sind alltagstauglich. Und genau darum geht es, ne? Dass du nicht mehr nur das eine Messer hast, auf das du immer wieder zurückgreifst, weil alle anderen sind mittlerweile schon nicht mehr gut, sondern dass du hier ein Viererset richtig guter, scharfer Messer zur Hand hast. Da kannst du auch mit jedem Messer sehr, sehr gut hantieren und alles Mögliche schneiden, ob Fisch, Fleisch, Wurst, Käse, Gemüse, Obst, Tomaten. Alles kein Problem mit diesem scharfen Messerset. Es ist wirklich unglaublich. Vier Messer. Vier dieser qualitativ hochwertigen Messer für 5 Euro. Das heißt, ein bisschen mehr als 1 Euro zahlen Sie hier pro Messer. Das ist genial. Also lassen Sie sich dieses Schnäppchen bitte, bitte nicht entgehen an dieser Stelle. Mit der Artikelnummer NX1463 und der 569 bestellen Sie dieses bisher Highlight von mir nach Hause. Tokyo Kitchenware. Ja, und die Kochsendungen haben ja immer mehr Boom, das heißt, immer mehr Hobbyköche gibt es auch. Und jetzt nicht nur für Hobbyköche, der Preisalarm. Das heißt, hier kommt jetzt ein Produkt, welches extremst reduziert wurde. Und deshalb haben wir die Eingrenzung, maximal ein Stück pro Besteller. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Das ist wir sind sehr dekolastig heute und ich finde es gut, dass wir das sind. Weil natürlich viele unserer Kunden gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit immer ganz gerne mal eine schöne Beleuchtung aufstellen. Da möchte sie nicht jedes Mal das große Licht anmachen, das könnte sich ja quasi den ganzen Tag anlassen. Sondern hier und da möchte man vielleicht ganz einfach mal ein paar schöne Lichtakzente setzen. Und wenn wir hier schon von Lichtakzenten sprechen, das ist wirklich mal ein Lichtakzent, der sich sehen lassen kann. Ist so ein bisschen auf 70er Jahre, oder? Ja, ich würde es 80er machen, mit diesen Lichtfäden. Ja, okay. Aber ich war damals schon fasziniert, weil diese, also unten ist es schon ein schöner Beleuchtungssockel. Ja. Und oben, gerade wenn du es irgendwo frei stehen hast, wie du es hier hast, bewegt sich das auch, sobald du nur eine Bewegung hast. Wenn nur jemand vorbeiläuft, durch den Windzug bewegen sich diese Lichtfäden und das gibt ein wirklich tolles Lichtspiel. Wir sehen das hier bei uns im Studio, Sie werden es sicher auch sehen, aber bei den Aufnahmen kann man es auch sehen. Mhm. Und unten diese kleinen Kristalle, ich weiß nicht, was da drin ist, aber wird wahrscheinlich... Brillanten. Brillanten. Ja, das sind echte Diamanten, ganz sicher. Ja, Diana, für 5 Euro sind Sie dabei. Alles dreikarätige, reine Diamanten, lupenrein der Klasse AAA. Sag das doch nicht so. Brillant geschliffen? Nein. Quatsch. Nein, aber es sieht brillant aus. Darauf können wir uns einigen, oder? Ja, und genau das ist es. Nennt man übrigens auch Leuchtkristalle und die sind natürlich auch beleuchtet. Das heißt, nicht nur der obere Teil quasi dieser Glasfaserlampe, so nennt man das in der Fachsprache, ist entsprechend hier sehr schön beleuchtet, sondern eben vom Sockel ausgehend kommt diese Farbe durch diese kleinen, dünnen Leuchtstäbe an die Spitze. Also man hat hier wirklich das Gefühl, man ist hier wirklich in einem Leuchtgewitter angekommen. Nennt sich übrigens Blue Eyes. Oh, wow. Aha. Make me smile, Blue Eyes. Das sieht auf jeden Fall aus. Also für mich ist die Assoziation mit Glühwürmchen hier immer total gegeben. Ne? Die sind aber blau. Weil nur diese Spitzen so super zart. Blaue Glühwürmchen. Blaue Glühwürmchen. Fliegen die in Wellen. Nein, aber schau dir mal die Faszination an. Und jetzt natürlich jetzt wuselt Diana guck mal, ein bisschen wie das drum. Aussieht hier. Aber nur wenn du es irgendwo stehen hast und der ganz normale Luftzug geht da durch, ist das schon ein Riesenschauspiel. Also ich finde die klasse für 5 Euro. Also ich würde eigentlich sagen, gleich mehrfach zugreifen, aber wir müssen wieder bremsen, ist der Preisalarm. Also maximal eine dieser Lampen pro Besteller dürfen wir zulassen. Aber das ist ein weiteres Deko-Highlight, würde ich sagen. Die Melina ist super außergewöhnlich. Das finde ich sehr außergewöhnlich. Ich finde es auch nicht überall. Nicht nur für Kinder schön zum Einschlafen oder für die ganze Nacht, sondern auch für uns Erwachsene. Macht beim Lesen eine schöne Raumstimmung, weiß die Melina aus Putzbrunn zu berichten. Und der Erwin aus Darmstadt hat es auch schon zu Hause, steht bei mir auf der Kommode, schreibt er uns, und wird sehr bewundert. Das glaube ich, dass man hier definitiv mal einen sogenannten Eyecatcher hat, wenn man da Gäste
in der Wohnung hat und so eine Lampe da steht. Für die junge Generation eine Neuentdeckung und immer wieder schön. Ein tolles Geschenk, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders auch im direkten Vergleich mit unseren Kollegen von Pearl.de. Da sind wir bei knapp 12 Euro. Hier schon ein Preishit. Finde ich sehr, sehr günstig übrigens hier schon. Aber für 5 Euro natürlich mal ein richtiges Knaller-Angebot. Eine süße Leuchte, weiß auch die Christine aus Nettersheim zu berichten. Ein tolles Erlebnis, absolut. Erinnert sie an früher, genauso wie uns auch. Das ist die Bestellnummer PE61 36 und die 569. Ein Klassiker der 80er Jahre, neu aufgelegt für die aktuelle Generation. Steht hier. Schön. Steht hier. So. Vermisst ihr irgendwas schon in dieser 5-Euro-Show? Spielzeug. Diesen Produkt hatten wir schon lange Zeit nicht. Oh. Wellness. Ja. Wellness pur, das kann man wirklich sagen. Das hatte ich noch nie. Guck mal hier. Also ich muss gleich sagen, das ist ein 6-teiliges Set. Wir sind ja Massagemacher. Und zwar haben wir hier ein Badeset, alles aus Naturmaterialien. Wir haben hier eine Bürste, wir haben, wie nennt man das, ein Rückengurt, ja. Und ich schau mal, dass wir es richtig sagen. Das ist schön. Kleine Haarbürste, die auch perfekt ist Massage. Für die Handtasche. Für schöne und gepflegte Nägel, die praktische Nagelbürste. Ein Massagegerät, so ein Massageroller haben wir da. Dann haben wir noch die kleine Holzschale. Und dann eben diesen Rückenmassagegurt. Also wirklich toll. Bimsstein müsste auch noch drin sein. Ein Bimsstein von Hornhausen. Ja, den habe ich hier auch noch genau. dabei. Cool. Er ist auch noch richtig schön verpackt. Also sowas aus Naturmaterialien, sag mal, da zahlst du doch in der Drogerie ein Vielfaches. Also 5 Euro für echt Holz und Natur, also klasse. Ich wollte gerade sagen, selbst hier diese Aufbewahrungsbehälter, ne, da zahlst du schon mindestens 5 Euro für. Jetzt noch mit diesem Zubehör, das ist total schön. Ist auch mal ein schönes Geschenk, finde ich, weil ich liebe diese Geschenksets. Pass mal, Geschenkset. Pass mal auf, hier eine gute Idee von Elvira. Sie schreibt uns, ich habe dieses Set für die Deko eines Gutscheins zum Geburtstag benötigt. Sah sehr gut aus, hat dem Geburtstagskind sehr gefallen. Stellt es sich ebenfalls als Deko in sein Badezimmer. Und Arno schreibt ein wirklich schönes Geschenk für jeden Badebegeisterten. Werde demnächst noch eins bestellen. Und eins noch, die Sibylle schreibt, kleines, feines Wellness-Set, ideal als kleines Mitbringsel, schöne Materialien und Top-Preis. Ach so. Ich teste mal. Der Massagegurt hat es dir angetan, ja, oder? Ja, hat mir echt angetan, finde ich gut. Ich komme mit meinen Händen nicht hinten am Rücken an jede Stelle dran. Ja, mit also Rücken. Ich bin ja eher Bahnschranke. Kannst du so nicht? Ja, und wenn du da mal so ein bisschen sauber machen Gucken willst, Sie oder wenn dich da mal was rückt oder so. Jetzt macht sich Diana wieder lustig über uns. Die kommt sich wirklich. Nee, kann in ich Wahrheit nicht. Bettelt sie, dass ich jetzt um die Ecke. Ja, ja, das musste sie jetzt Kannst zeigen. Du nicht mal die Nein, Bestellnummer ist die NC4805 und die 569. Und nochmal, es ist ein 6-teiliges Badeset. Da sehen wir es nochmal. Haarbürste, Nagelbürste, Massageroller, Holzschale und natürlich diese Rückenmassage, wo man sich auch ohne Probleme mal selber den Rücken schrubben und polieren kann. Und du hast das Massageteil gleich bei dir behalten. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Das ist was, super. Was willst du, den Arm oder die Beine damit massieren? Ich meine, das tut überall alles, gut, oder? Alles, ja. Okay, alles. Näheres in einer anderen Sendung. So, jetzt machen wir weiter. Nächstes Produkt. Das ist aber ein großes Paket. Richtig. Steckt da auch Großes drin? Na, wir werden sehen. Ich werde das Geheimnis lüften. Ich weiß, das ist, Carsten ist da absoluter Fan davon. Ja, aber ich auch. Ich habe den Vorgänger. Das ist die 2.0-Version unseres Windschutzscheibenwunders. Ja. Und zwar ist 2.0, glaube ich, die Funktion, dass wir jetzt einen Eiskratzer mit dran haben. Genau, das Windschutzscheibenwunder gibt es ja schon lang. Teleskop. Ja, also wo man hier die Scheibe sauber machen kann. Oder, aber hier haben wir jetzt erstens mal das Teleskop. Ja. Das ist die Erweiterung. Und auf der Gegenseite, und das ist ja jetzt nicht ganz unwichtig, haben wir noch einen schönen großen Eiskratzer. Das finde ich super. Vor allem mit einem Teleskopgriff. Wir kennen, glaube ich, alle einen klassischen Eiskratzer. Haben Sie vielleicht auch in den letzten 2-3 Wochen auch schon mal hier und da benutzen müssen, gerade wenn Sie aus dem Süddeutschen, aus Bayern kommen, da hat es ja Schnee gegeben ohne Ende. Jetzt kann man hier entweder die kurze Seite nehmen, so, ja, oder man zieht ganz einfach den Teleskopgriff raus und hat damit eine Verlängerung. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes: Wenn Sie morgens die Scheibe freikratzen wollen, muss man sich natürlich dann schon, wenn man so einen kurzen Kratzer hat,
mit dem ganzen Körper über die Frontscheibe, über die Motorhaube lehnen, um da überhaupt mal in die Mitte der Scheibe reinzukommen. Jetzt haben Sie hier natürlich eine perfekte Verlängerung. Das heißt, die Klamotten bleiben auch mal sauber und werden nicht gleich klatschnass, wenn du mal die Scheibe freikratzen möchtest. Ich persönlich bin seit vielen Jahren ein Riesenfan von unserem Windschutzscheibenwunder. Ich habe den Vorgänger seit vielen Jahren im Auto, weil man ganz einfach hier durch dieses Knickgelenk an jede Stelle der Frontscheibe rankommt und durch diese Teleskopverlängerung jetzt hier noch mal ganz entspannt quasi im Sitzen, mal eben selbst bei einer Rotphase an der Ampel oder mal eben, wenn der Zug vorbeifährt, mal eben schnell die Scheibe ausreinigen kann. Sie kriegen meines Wissens auch eine kleine Pumpflasche dazu. Genau, die füllt man einfach mit dem Reinigungsmittel seines Vertrauens. Genau. Dann entweder auf Mikrofaserpad draufsprühen oder direkt auf die Scheibe. Sogar ein Ersatzpad ist noch dabei, weil irgendwann wird dieses mal schmutzig sein. Das wirfst du in die Waschmaschine und nimmst das Ersatzpad. Aber was ich schön finde, jetzt im Moment, vielleicht geht es Ihnen auch so, man sitzt ins Auto und es ist nicht gefroren, aber die Scheibe ist angelaufen. Und bis das Gebläse es schafft, die Scheibe frei zu machen, das geht ewig. Dann nimmt man oftmals so einen 0815-Lappen und da hat man nachher Streifen in der Scheibe. Also mag ich nicht. Damit geht das wunderbar und man kann eben ohne viel Zeitverlust sofort losfahren und hat auch klare Sicht. Genau das Problem habe ich nämlich aktuell. Ich habe richtig viel Feuchtigkeit. Deswegen bin ich gestern übrigens in der Mittagspause ins Lager spaziert und habe mir da mal was gestopft, falls ihr euch gefragt hattet, was ich da mitgenommen habe. Der Entfeuchter, genau. Aber weißt du, was das Problem ist? Ich musste den Windschutz Schutzscheibenwunder mir auch direkt besorgen. A, ist mein Kratzer nicht mehr so gut und B, ich habe genau das gemacht, was du beschrieben hast, nur mit so einem Fastfood, mit so einer Fastfood-Serviette. Ja, dann hast du nur noch Streifen drin. Das sieht aber so blöd aus. Weißt du, woher die meiste Feuchtigkeit kommt? Erzähl. Von deinen Füßen. Nasse Schuhe. Ja, du hast nasse Schuhe und gehst ins Auto und in dem Gummi lagert sich das Wasser. Das verdunstet ja nicht bei den Temperaturen. Mm. Und es hat ja die letzten gefühlt 8 Wochen jeden Tag geregnet. Ja. Und dann hast du jedes Mal nasse Füße und dadurch hast du die hohe Luftfeuchtigkeit. Mir ist aber auch schon 2-mal eine Wasserflasche ausgelaufen. Okay, das ist jetzt wieder. Ne, also das Problem ist wirklich da. Das ist ein anderes Thema. Und das kennt auch jeder, dieses Problem. Deswegen, wenn Sie ein Auto zu Hause haben, oder auch mehrere, dann bestellen Sie gerne auch mehrfach hier für nur 5 Euro. Das lohnt sich, denn Sie kennen dieses Szenario, was wir gerade beschrieben haben. Also bestellen Sie jetzt bitte ganz schnell mit der ZX2421 und der 569, weil Sie wissen ja vielleicht, die Kontingente hier in der 5-Euro-Show sind natürlich immer stark begrenzt und bei so Highlights auch schnell mal weg, die jeder gebrauchen kann. Finde ich super, den Windschutzscheiben. Der ist großartig. Den wollte ich mir auch noch bestellen. Schön, dass ihr mich daran erinnert. Ja. Ich habe den Vorgänger im Auto und mit dem Eiskratzer ist der klasse hier. Mhm. Und ich habe auch schon 2-3 Mal kratzen müssen. Und habe geflucht in 14 Sprachen rückwärts. Ganz ehrlich. Ein Netzteil. So. Es klappert. Ein Netzteil? Ein Netzteil? Nein. Kein Netzteil. Oh, ein LED-Treppen- und Nachtlicht-Akku betrieben. Oh, schön. Mit Dämmerungs- und oder Bewegungssensor. Das heißt, entweder geht der automatisch an, wenn die Umgebungsbeleuchtung zu dunkel wird, ja, also in der Regel in der Dämmerung, oder aber Sie schalten das Ganze einfach auf Bewegungsmelder, dann haben Sie immer dann Licht, wenn sich im Einzugsbereich des Bewegungsmelders eine Bewegung abspielt. Das nimmt man dann eben auch mal eine klassische Sicherheitsfunktion sozusagen. Wir haben ja gerade den Treppenabgang gesehen. Ich persönlich habe sicherlich noch 2-3 andere Stellen bei mir in der Wohnung, die mitunter gerade im Dunkeln etwas spärlich beleuchtet sind, wo man sich gerne mal so ein bisschen stößt. Oder im Müllraum machen das viele, damit du da auch mal eine vernünftige Lichtquelle hast, wo im Fahrradkeller, sowas. Wenn Stolperfallen sind, oftmals hast du irgendwo eine Stufe, dann machst du es rechts dran oder links an die Wand, dort wo Platz ist. Und wenn dann jemand in die Nähe kommt, wird es beleuchtet, man wird gleich darauf hingewiesen. Gerade was wir gesehen haben in dem einen Filmchen, hätte ich gemutmaßt, das ist ein Kellerabgang. Da ist auch oft minder beleuchtet. Ja? Und diese Beleuchtungsdefizite, die kann man mit sowas eben ausgleichen. Ja. Aber selbst im ganz normalen Hausflur, also Wohnungsflur, kann ich mir das vorstellen, wenn du des Nächtens zur Toilette oder zum Kühlschrank gehst, dann musst du nicht das große Licht anmachen, wo du dann wieder hellwach bist und unter Umständen später nicht einschlafen kannst, sondern du lässt dir praktisch von diesen mit Bewegungssensor aktivierten Lichtern den Weg weisen. Das macht also definitiv Sinn. Also Sie können sich das aussuchen. Entweder das Ding geht an, eben wenn Sie sich dem Bewegungssensor nähern und geht dann natürlich auch wieder zuverlässig aus. Hier steht leider nicht dabei, wie lang es anbleibt, aber es sind ein paar Sekunden. Oder aber Sie schalten das Ganze so ein, dass eben automatisch dann, wenn das Licht eben nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht, hier ein Licht angeht, dass man eben da nicht im Dunkeln steht. Und die Dagmar aus Seeheim-Jugendheim hat es
auch schon getestet, sogar als Hilfsmittel bei Übernachtungen im Hotel zu empfehlen. Da schau her. Manchmal sind die Schlafräume zu dunkel, um mal nachts auf die Toilette zu gehen, ohne den Ehepartner aufzuwecken. Ich kenne das etwas anders, wenn du im Hotelzimmer wach wirst und sonst auf der linken Seite schläfst. Auf einmal ist auf der linken Seite aber ein Schrank oder eine Wand. Ja, du hast oder keine so. Orientierung. Da hast du so über die Birne angerammt. Ja, also da macht es schon Sinn, wenn da hier vielleicht hier bei Bewegung und Licht angeht, dass man direkt erkennen kann, aha, Achtung, Schrank oder vielleicht eine andere Richtung mal zur Toilette einschlagen. Das ganze Akku betrieben, macht schon unkompliziert, muss keine Batterien wechseln, zwischendurch mal aufladen. Und voll aufgeladen hält der Akku hier für 2,5 Stunden Leuchtdauer. Wenn Sie das auf Bewegungsmelder einstellen, wird das wahrscheinlich dann viele, viele Tage halten. NX 47, 78 und die 569 ist dafür die Bestellnummer. Und Sie dürfen natürlich gerne auch bei diesem Artikel bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Dankeschön. Oh, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Last Minute ist das jetzt. Da müssen wir wirklich schnell sein. Für ein jeckes Kerlchen. Schau mal hier. Sie merken schon, die Begeisterung ist bei unseren Damen schon da. Das ist der singende und tanzende Weihnachtsbaum. Und der hat auch einen Namen, Little Swinging Christmas Tree. Little Singing Christmas Tree. Machst du den jetzt mal an? Der ist taubstumm. Moment. Nee, warte mal. Der ist vielleicht der andere. Kopfhörereffekt. Der ist ja. Findest du den Schalter nicht? Achtung. Aha, hier. Er zeigt sich gleich von seiner besten Seite. Das ist natürlich auf jeder, ja. Weihnachtsfeier ist das natürlich ein absolutes Highlight. Oder wenn Kinder im Haus sind. Ja, zieht ihn mal richtig an, Mädels. Was ist denn mit dir hier? Ist natürlich batteriebetrieben, 3 Batterien Typ AAA. Ja, und er singt den Klassiker, aber das haben wir ja schon gehört, Jingle Bell Rock. Also hier bitte schnell sein, warum? In wenigen Tagen ist Weihnachten, aber er kommt garantiert noch vor Heiligabend zu Ihnen, wenn Sie jetzt gleich zugreifen. Und das Kerlchen macht eine richtig gute Figur. Oh, hallo, es sorgt vor allem mal für einen Lacher, ja? Also auf so einer Weihnachtsfeier oder bei so einer Weihnachtszusammenkunft, wenn man sich mal mit den Nachbarn trifft oder mit der Familie, und dann so einen kleinen Kerl da auf dem Tisch stehen hat, glaube ich, ist dann definitiv mal das Eis gebrochen. Da ist die Stimmung gleich da. Und jeder wird da wahrscheinlich ins Lächeln, ins Grinsen reinkommen, wenn man ihn hier singen hört und tanzen sieht. Also das ist schon eine coole Angelegenheit. Einer der pfiffigsten Weihnachtsbäume, die ich hier gesehen habe. Wobei es ja kein direkter Weihnachtsbaum ist, ja eigentlich so ein Center-Baum. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass es eben kein klassischer Center ist, sondern halt eben so ein Mix aus Center und Weihnachtsbaum. Weil Weihnachtsbäume sind ja so die Klassiker, auch gerade bei uns im deutschsprachigen Raum. So, ne? Weihnachtsbaum gehört dazu. Es ist ein singender Baum mit Armen und Augen. Ja. Armen, Augen und Näschen. Und Näschen. Und Mützchen. Und Mützchen. Natürlich. Und ich sage Ihnen noch das Bestellnummerchen, wenn ihr schon bei Chen seid. Das ist die NX7407 und die 569. Hier ist natürlich Eile geboten, dass er rechtzeitig zum Heiligabend noch bei Ihnen ist. Aber ich glaube, das wird dann auch über die weiteren Feiertage ein absolutes Highlight, wenn der ruhig auf dem Tisch steht und irgendwann kommt jemand auf die Ideen einzuschalten, oder? Der ist ja so schon süß, wenn er allein schon da steht. Ist aber mit diesem Baum, mit Augen, Händen und der Nikolausmütze oder der Weihnachtsmütze drauf. Und wenn man dann eben noch weiß, dass er das besondere Extra hat, dass er sich auch dreht und so lustig mit den Hüften wackelt hier, das ist doch mal ein richtiger Knaller. Also Diana fühlt sich gleich schon inspiriert. Ja, wirklich super Laune, ich glaube auch super Geschenkidee. Wahrscheinlich das nehme ich auch mit zu meinem Neffe, dann wird er auch sehr freuen jetzt für übrigens, diese Weihnachtstage. Entschuldigung, jetzt übrigens eingeblendet nochmal für Sie die Bestellnummer für die Boxen. Sollten Sie für 50 € oder mehr bestellt haben während der Sendung, dürfen Sie diese 3 Verpackungshilfen, so nenne ich es jetzt mal, für gerade mal 0 € mitbestellen. Das war sie, unsere 5 € Überraschungsshow. Und bleiben Sie jetzt auch weiterhin bei uns, es geht spannend weiter.